Für 2016 habe ich mir diesen Kalender hier gekauft. Der ist super schlicht von Muji und den möchte ich mit euch ein bisschen aufpeppen. Einmal von außen, damit der schicker aussieht, ein bisschen was Besonderes ist. Und aber auch von innen, damit alles, was mir wichtig ist, dort auch wirklich Platz findet. Und ich habe da mir ein paar Tipps und Tricks überlegt, damit das Handhaben mit dem Kalender einfach noch einfacher wird und man richtig Spaß dran hat, das ganze Jahr über den zu benutzen. Und das möchte ich heute mit euch teilen. Also ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich möchte die Vorder- und Rückseite ein bisschen schöner gestalten und mache es mir da relativ einfach, indem ich einfach schöne Postkarten nehme und die vorne und hinten draufklebe. Damit das alles ganz genau passt, schneide ich die noch ein bisschen zu, damit da keine doofen Kanten entstehen und dann wird es alles aufgeklebt. Bei der Klebe müsst ihr darauf achten, dass die nicht zu flüssig ist, damit sich die Pappe des Kalenders nicht wellt. Ich habe dann letztendlich Holzleim genommen und mit dem ging das total gut. Auf der Rückseite dann genau das gleiche Spiel. Und wenn ihr die Postkarten auswählt, dann guckt natürlich drauf, dass die auch schön zusammenpassen von den Farben her und vom Stil. Und ja, dann wird es ein schönes Rundumbild. Dann presse ich das noch ein bisschen, damit es dann auch alles schön gerade ist und nicht sich anfängt irgendwie zu biegen oder zu wellen. Dann war kein Lesezeichenbändchen in meinem Kalender. Und da habe ich einfach das aus meinem alten Kalender rausgeschnitten und klebe es mir hinten auf die vorletzte Seite. Das natürlich ein bisschen trocknen lassen, bevor ihr das wieder zuklebt. Und ja, wenn das dann trocken ist, dann habt ihr ganz normal ein Lesezeichenbändchen und könnt es ganz normal benutzen und es geht wirklich super schnell. Die ersten Seiten sind natürlich auch noch ein bisschen langweilig und ihr könnt das natürlich mit privaten Fotos irgendwie gestalten oder ich habe hier jetzt zum Beispiel noch so kleine Kärtchen, die mal aus der Zeitschrift Flow waren und einfach schöne Sachen, die einen so ein bisschen ein Freiheitsgefühl vermitteln oder die einen an schöne Sachen erinnern. Da könnt ihr euch wirklich komplett austoben. Das natürlich dann auch nochmal schön festdrücken, damit die Klebe gut und auch ganz glatt trocknet. Hier habe ich jetzt mal meine Termine abgeklebt, nicht dass ihr euch wundert. Und ich finde, diese Monatsübersichten sind unglaublich wichtig im Kalender, da man sich dort längere Zeiträume total gut markieren kann. Und dazu benutze ich meistens so dünnes Washi-Tape, wenn ich zum Beispiel die vorlesungsfreie Zeit eintragen möchte, so wie jetzt in diesem Fall. Oder geplante Urlaube oder Wochenendevents wie hier oder andere Sachen, die man einfach, also die länger gehen und die man so schnell auf einen Blick haben möchte. Natürlich schreibe ich auch ab und zu Klausuren und solche wichtigen Termine müssen ja wirklich gekennzeichnet sein und dazu benutze ich dann immer das gleiche Washi-Tape in Rot, damit ich es gleich sehen kann und kann darauf immer gleich zugreifen, dass ich niemals vergesse, wann so eine Klausur kommt. Ganz hinten hat dieser Kalender zum Glück noch einige freie Seiten, die ich nutze, um wichtige Listen zu führen. Das finde ich total wichtig, die dann immer parat zu haben, mit zum Beispiel meinen Wünschen oder anderen Sachen oder Büchern oder Filmen, die ich lesen oder sehen möchte oder noch andere Geschenkideen habe ich die abgeklebt, die ich bis jetzt schon habe. Und da könnt ihr natürlich Listen schreiben, wie ihr wollt und habt sie immer mit dabei. Und das finde ich echt eine coole Sache. Damit der Kalender nicht aufgeht, wenn ich den dann mal in der Hektik in die Tasche schmeiße, mache ich noch so ein Band dran, damit ich ihn zuknoten kann und er dann ein bisschen sicherer ist und einfach praktikabler ist, wenn man ihn viel mitnimmt. Dazu klebe ich das Band einfach ganz normal in der Mitte an mit einer normalen Klebe, lasse es gut trocknen und kann das dann einfach schön zuknoten.
Also ich bin super zufrieden mit dem Kalender, so wie er jetzt ist. Ich liebe es einfach per Hand meine ganzen Sachen einzutragen. Ich weiß, dass viele da draußen das auch schon mit dem Handy einfach alles machen. Das wäre aber irgendwie nichts für mich. Keine Ahnung. Schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr da eher so der Handy-Mensch seid oder dann doch der richtige Kalender-Mensch, so wie ich das bin. Ich bin einfach gerne dabei, Sachen zu organisieren und zu planen. Und da ist so ein Kalender genau das Richtige. Also ich freue mich wirklich drauf, den jetzt ordentlich zu benutzen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Und wenn ihr Lust habt, gebt dem Daumen doch ein Video nach oben. Dem Video doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.